Zur Anzeigequalität, die ja ganz klar eine der Stärken des Kobo Glow HD sein soll. Wir haben hier mal die Beleuchtung ausgeschaltet, also 0%. Das Gerät ist unbeleuchtet. Die LEDs, die hier unten integriert sind, sind aus. Und sehen hier schon, dass wir ja einen ziemlich hellen Hintergrund sehen. Also wir haben einen sehr großen Kontrast hier, haben eine sehr knackig schwarze Darstellung, sicherlich auch unterstützt durch die hohe Auflösung und ja überhaupt ein sehr konturenreiches Schriftbild hier vor uns. Also wirklich ein sehr, sehr guter Text, sehr, sehr gute Textanzeige. Wirkt wirklich wie gedruckt hier bei ausgeschalteter Beleuchtung. Im direkten Vergleich, der natürlich hier nahe liegt zum Kindle Paperwhite 2, zum Tolino Vision 2 und zum Kindle Voyage, sehen wir hier, finde ich schon ziemlich gut, dass die Textanzeige des Kobo Glow HD unbeleuchtet schon wirklich deutlich besser ist, als das beim Tolino Vision 2 der Fall ist. Also der Hintergrund des Kobo Glow HD ist hier wirklich sichtbar heller. Die Schrift ist, ich weiß nicht, ob sie dunkler ist, aber sie ist knackiger, einfach durch die höhere Auflösung bedingt. Also 212 ppi, 300 ppi, das ist ein Unterschied, der wirklich auch sichtbar ist. Das ist mir beim Kindle Void schon aufgefallen und das ist eben auch beim Kobo Glow HD der Fall unbeleuchtet. Also definitiv eine bessere Schriftanzeige beim Kobo Glow HD und wie ich finde auch wirklich definitiv eine bessere Schriftanzeige beim Kobo Glow HD gegenüber dem Kindle Paperwhite 2, der ja eine bessere Schriftanzeige hat als der Tolino Vision 2. Ich hoffe, das ist verständlich. Also erste Stelle Kobo Glow HD, zweite Stelle Kindle Paperwhite 2, dritte Stelle Tolino Vision 2. Der Hintergrund des Kindle Paperwhite 2 ist ein bisschen heller als beim Tolino Vision 2, woraus sich logischerweise ein besserer Kontrast ergibt. Aber im direkten Vergleich zum Kobo Glow HD finde ich das Schriftbild hier doch noch kontrastreicher und eben bedingt durch die höhere Auflösung auch schärfer. Im Vergleich zum Kindle Voyage gibt sich das beides nichts. Also der Kindle Voyage hat definitiv vor diesem Testbericht und vielleicht noch neben dem Kobo Aura H2O, dem 180 € teuren 6,8 Zoll Lesegerät von Kobo, die beste Textanzeige gehabt. Und bei ausgeschalteter Beleuchtung teilt sich der Kindle Voyage den ersten Platz jetzt mit dem Kobo Glow HD. Wie ich finde, ja, gleiche Anzeigequalität bei diesen beiden Geräten. Kein Wunder letztendlich, sie haben auch das gleiche Display. Also beide das gleiche E-Inkarta HD-Display mit 1448x1072 Pixel. Muss ich mal kurz nachdenken, aber das ist die Auflösung. Daneben, wenn ich mir die Blättergeschwindigkeit hier anschaue, da tut sich eigentlich seit vielen Jahren schon nicht mehr so viel. Also vor 5-6 Jahren hat das noch Spaß gemacht, die Blättergeschwindigkeiten zu vergleichen, weil es da wirklich frappierende Unterschiede gab. Es gab EPUB-Dateien, inzwischen ist das wirklich alles auf Augenhöhe. Ich habe die Beleuchtung bei allen Geräten mal auf 100% gedreht. Das geht beim Tolino Vision 2 über die haptische Taste. Wie schon angesprochen, alle anderen Geräte haben eine Menüeinstellung. Der Kobo Glow HD ist da relativ einfach zu handhaben, wie im Prinzip die Kindles auch. Wenn ich mir die Beleuchtung im Vergleich anschaue, sehe ich schon wirklich einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden E-Inkarta HD Lesegeräten. Also wie gesagt, beides 1448x1072 Pixel. Aber bei der Beleuchtung fällt auf, dass der Kindle Voyage jedoch deutlich neutraler, deutlich natürlicher beleuchtet ist als im Prinzip alle anderen Geräte. Also hat schon ganz klar die beste Beleuchtung im Markt. Ist, wie gesagt, auch mit 190 € deutlich teurer als die drei Geräte hier. Der Kindle Paperwhite 2 kostet aktuell 100 €, die beiden Geräte 130 €. Und ja, die 60 € Preisunterschied zahlen sich dann im Prinzip auch bei der Beleuchtung aus oder schlagen sich auch in der Beleuchtung nieder, die wirklich sehr neutral und sehr, sehr schön einfach ist und wo man wirklich das Gefühl hat, es hier einfach nur mit einem sehr kontrastreichen Buch zu tun zu haben, egal wie die Umgebungslichtbeleuchtung ist. Während diese drei Geräte hier alle, finde ich, in irgendeine Richtung ausschlagen. Also beim Kindle Paperwhite 2 geht so ein bisschen ins Gelbliche, während beim Tolino Vision 2 auch. Allerdings insgesamt noch so ein bisschen blasser, also da geht die Beleuchtung auch am ehesten noch wirklich auf Kosten der Kontraste. Beim Kobo Glow HD geht mir die Beleuchtung hier ein bisschen ins Bläuliche, also macht es nicht zu einer schlechten Beleuchtung oder macht es natürlich erst recht nicht zu einem schlechten Lesegerät, aber es fällt schon wirklich hier auf, dass das Display bestrahlt wird. Seitlich über in den Rahmen integrierte LEDs. Also das Ganze ist auch deutlich augenfreundlicher dadurch, als das bei LCD-Geräten der Fall ist. Aber es ist eben trotzdem eine externe Lichtquelle, die auf das Display hier einstrahlt. Und das ist auch wirklich ja, sichtbar, dadurch, dass die Beleuchtung eben nicht neutral ist. Aber wir haben hier keine Farbwölkchen. Wir haben es hier mit einer gleichmäßigen Ausleuchtung des Displays zu tun. Wobei ich hier anfügen muss, dass der
Koboglo HD uns natürlich von der Presseabteilung zugeschickt wurde. Anders hätten wir das Gerät jetzt auch nicht in die Hand bekommen. Es scheint ja erst in 1,5 Monaten und dadurch sicherlich auch eine Vorselektion passiert ist. Also falls es Produktionsschwankungen gibt, die eigentlich nie ganz auszuschließen sind, haben wir hier ein Gerät bekommen, was ja, besonders gleichmäßig, besonders sauber ausgeleuchtet wurde.